Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, lang ersehnten und lang erhofften Part von Resident Evil 4. Mein Let's Play endete mit dem Hauptspiel und dem Bonuspart Separate Ways. Also hatten wir das Hauptspiel mit Leon und mit Ada durchgespielt und ich konnte damals leider nicht den Part Simon, Ada und The Mercenaries zeigen, da diese beiden Bonusinhalte in der deutschen Fassung nicht enthalten waren. Und vor ein paar Tagen habe ich dann über eine PlayStation Card, man muss dazu sagen, eine österreichische PlayStation Card, mir über meinen österreichischen Account dieses Spiel noch einmal heruntergeladen. Und österreichischer Account, österreichischer Store, österreichische Version. Das heißt, dieses Spiel hat in den Extras sowohl Assignment Ada als auch The Mercenaries drin. Ich habe das Spiel eben gerade abgeschlossen und deswegen ist auch Separate Ways noch nicht angeglichen. Also das jetzt hier ist jetzt die österreichische Version des Spiels. Und ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt eigentlich nochmal machen. Also ich werde jetzt euch noch mitnehmen in Assignment Ada und nochmal in The Mercenaries. Ich habe es noch nicht gespielt, wie ihr seht, es ist noch alles als neu eingekreidet. Und ja, ich denke mal, wir fangen mal mit Assignment Ada an. Ein schmucker Titelbildschirm. Für dieses schmucke kleine Spiel, würde ich mal sagen. Und ja, es ist wirklich klein, wenn man so will. Also ihr seht schon, das Outfit von Ada, was sie da tragen wird im das Spiel über. Es hat eher die Länge eines Kapitels. Es ist jetzt nicht so groß wie Assignment, wie Separate Ways. Es ist um einiges kleiner. Wir werden nur auf der Insel spielen. Und was dazu noch kommt, ist, wir haben keinen Speicherpunkt und keinen Händler da. Das ist wirklich extrem kurz. Woher ich das weiß, weil wir das nicht gespielt haben. Ich habe Videos gesehen, also das könnte man unter den Voraussetzungen sehen. Blind ist es für mich als Spielen, aber ich habe schon gesehen, was man machen muss. Also Spielstart. Könnte man gleichsetzen mit dem, was ich bei Resident Evil Revelations hatte. Have you retrieved the sample? Not yet. Some kind of trouble? Sadler. He knows. Ah. Your extraction chopper will pick you up at the rendezvous point as planned. I'll be there. Ada wird dort sein. Auftragsziel 5. Plagerproben sammeln und zum Treffpunkt gehen. So, was haben wir denn? Wir haben die Punisher. Wie genau haben wir die Punisher? Untersuchen. 1,9033. Ja, das ist eigentlich ganz okay. Wir haben die TMP. Ja, doch, ganz gut. Feuerkraft schon hier. Und das haben wir. Auf 15. Okay, und Self-Schuss. Ja, ist okay. Das ist doch ganz okay. Wir haben auch Munition für alle Waffen. Hat das schon mit einem Begriff, wenn wir es auswählen? Gut. Wir nehmen aber erstmal die Pistole in die Hand. Und ordnen erstmal unser Inventar. Ich bin hier davon entfernt, dass wir erstmal das Inventar ordnen können. Das müsste ich jetzt noch antun, aber ich denke mal, es geht dahin. Wir haben auch eine Granate und ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist natürlich super. Ich hab's ehrlich gesagt vermisst zu hören. Also, Leon, help! Ich hab das irgendwie vermisst. Ich weiß auch nicht warum. Es war nervig im Hauptspiel, aber irgendwie, ich hab's vermisst. Ich hab's vermisst. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's vermisst. So, Ada. Ihr beide nochmal, komm. Das kriegen wir hin. Schon die ersten Kunden. So, wie ich sagte, es hat nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Gehst du weg? Gehst du weg? Ich finde es übrigens toll, dass ich das jetzt auch mal spielen darf. So, nachladen, Ada.
Ich war mit der Steuerung anfangs ja nicht mehr vertraut. Das war ja ganz alt, da man hier ja nur den linken Stick verwendet, nicht den rechten. Wie das dann im fünften Teil der Fall war. Und da ich zurzeit auch den fünften Teil relativ häufig spiele, immer noch, ist halt das rechte Stick immer noch drin und ja, und da war es in dem Fall keine Umgewöhnung. So. Duckt sich der Typ auch noch? Was erlaubt er sich eigentlich? Ja, okay. Das war keine Chance gegen Ada. Ada und der Schmetterling an ihrer. Ist das eigentlich das Zeichen von Weskers neuer Gründergruppe? Ihr wisst ja, Ada hat ja, ist ja jetzt Weskers komische Gruppe dabei getreten, genauso wie Krause eigentlich. Und ist das jetzt das Zeichen von Weskers Gruppe in roter Schmetterling? Das sieht ja mal so gar nicht männlich aus, aber okay. Ja, das kennen wir noch. Ich hoffe mal, es kommt nicht der, den ich hoffe, der kommt. Denn so cool kenne ich das Spiel auch nicht mehr. Oh, hi. Ja. Rüber. Aus dem Weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Komm her. Abreibung gratis. War ziemlich knapp. Ich habe mir die Stärke vorgestellt. Ups, jetzt soll ich aber was nehmen. Jetzt soll ich aber was nehmen. Das läuft gerade super optimal. So, da wir auch keinen Händler haben, werden wir auch logischerweise kein Geld finden. Ich denke mal, dass das da. Oder also mit Scout noch. Ah. Warum kann ich immer die Klappe halten? Es geht immer darum. Immer wenn ich sage, er kommt nicht, er kommt er doch. Au. Das. Ja, das wird schlecht, meinte ich doch. Ich stehe da auch so scheiße. Er ist gescheitert. Scheiße. Gut. Ich nochmal. Hier also gespeichert das Ganze. Dann machen wir es gleich richtig und nehmen die Handgranate in die Hand. Ja, die nehmen wir natürlich in die Hand, die Handgranate, weil. Hat's erwischt alle. Das ist gut. So, wie sieht's hier aus? Ganz gut aus. Hoch. Ich muss jetzt versuchen, dass wir den. Ja, wir den nicht bekommen. Wir bekommen ihn natürlich. Das ist einer von. Den ich mag. Ich nicht. Aber wenn der hier hochkommt, habe ich eigentlich gute Chancen. Dass ich ihn. Ja, genau. Nein, also. So wird das nichts. So wird es nichts. Das wäre einfach zu langsam. Vielleicht, ja, wie machen wir denn das jetzt? Klingt ein bisschen blöd jetzt. Ich könnte natürlich auch versuchen, eine Granate da oben zu werfen. Jetzt erwischt der mich schon. Ich glaube es nicht. Aber der hier lässt zum Glück auch eine Heilung fallen. Nehmen wir das mal. Schon mal das Scharfschützengewehr in die Hand. Ja, ich habe das auch
Spiel gemerkt, die schießen relativ gut hier. Den Ambus, Bolz und so weiter. Maske auf, ja. Oh ne, hat er nicht, hat er nicht. Gut. Wir besprechen, muss mal nehmen. Auf den habe ich gewartet. Gewisserweise. Jetzt sollte man mal die TMP nehmen vielleicht. Das war super optimal, glaube ich. Der nimmt doch keinen Schaden da, oder? Eine Idee habe ich noch. Ich müsste vielleicht wirklich mal aus seinem Radius gehen. Vielleicht ist die Flucht nach vorne vielleicht nicht die beste. Gehen wir einfach mal nach hinten und ziehen die vielleicht aus ihrer Gruppe mal raus. Damit könnten wir vielleicht was erreichen. Ich sage vielleicht. Kommen die? Okay, der eine ist auf jeden Fall schon mal da. Die beiden da. Das sind drei. Okay, es sind drei. Die beiden Schießbügel um den Ambus stehen noch da. Gut, okay. Helm auf. Schießen wir den Arm. Okay, was machen wir mit den beiden? Zwiege runter. Können wir so umlegen. Der Lager? Ja, der Lager. Müsste die Panische eigentlich nicht schlecht sein dafür, so ein Lagerviecher. Ist doch durchschlagen, die Waffe, oder? Da bleibt noch eine. So viel Munition haben wir auch nicht mehr dafür. Ach, wo schießt sich hin? Wir haben ihn, glaube ich. Ziemlich. Haben uns aufmerksam gemacht. Mehr oder weniger natürlich. Komm her. Unser Scharfschützengewehr und schauen mal,
schauen wir erstmal nicht. Wir wissen, wo er ist. Da hinten in der Mauer. Angst gehabt, dass er jetzt rüberkommt. Das tut er zum Glück nicht. Er kommt rüber. Der hat eine Hand. Am Kopf. Der Hand. Vielleicht hat er auch was im Kopf, aber. Erstmal hat er was. Der lacht pervers. Ja. Das muss ihm wehgetan haben. Er trifft mich trotzdem nicht. Aber ich kann ihn treffen. Auch nicht. Doch kann. Ich muss nur weit außerhalb ziehen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, was wir hier machen, aber hält natürlich mehr als zwei Schuss aus. Ja. Sollten wir das Erste-Hilfe-Spray nehmen? Okay, der Sack ist schon mal weg. Das heißt, jetzt dürfte es Fortschritt geben. Fortschritt ist gut. Außer für die Leute, die das halt ermöglichen. Für die ist es natürlich scheiße, weil. Ja. Jetzt wird sie mit wegspülen, also nicht. So. Haben allerdings ein kleines Problem. Denn ich habe eine Uhr bei mir stehen und diese Uhr sagt, das Essen fertig ist. Das heißt, wir müssen hier wohl gleich einmal einen Aufnahmestopp machen. Denn dieses Essen ist im Backofen und der Backofen ist heiß. Und wenn dieses Essen zu lange im Backofen bleibt. Es ist ungenießbar. Ich denke mal, das kann man nachvollziehen. Ich würde schon gern essbares Essen essen. Na du. Na du. Gut, ich würde mal sagen, damit können wir endlich davon ausgehen, dass der erste Abschnitt, wenn ich da oben stehe, schon mal abgeschlossen ist. Und dann mache ich hier einen Stopp. Gehen wir also ins Menü. Drücke auf F2 gleich, damit wir Aufnahme stoppen und dann esse ich erstmal was und dann können wir ja frisch gestärkt weiter uns auf die Suche nach den 5 Player-Proben begeben. Mit Ada und Simon Ada und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Also, bis gleich.